So, los geht's. Ich habe euch da eingeladen. Seid ihr? Ich habe die nächste Mission schon ausgewählt. Ja, bei uns ist noch Ladebildschirm. Naja, ist Wir gut. haben einen schönen Auto. Du kannst ja gern schon vorfahren, Kev, wenn du es so eilig hast. Nee. Nee, ich wiederhole das. Die Hecke. So. Mal schnell rüber zur Kiste gehen. Wo ist sie denn? Ach da, da wo Kev steht. Ja, ist so gerade auch noch. Okay, das war nicht Kev, das war irgendwo noch. Oh, heute fährst du auf dem Dach mit? Ich wollte die Aussicht genießen. Ich bin noch im Waffenmenü, deswegen bin ich noch nicht in der Dings. Ich bin am Essen mitgewesen. Offenbar, so ein cooles Kochbesorgen, wo sie erstmal die ganzen Infos suchen muss, um die dann zu finden. So. So. Meine neue Waffe ausgesucht, aufgebaut. So. Ja, von wegen meiner Seite aus können wir fahren. Mission ist ausgewählt. Ich sehe kaum Einwohner. Wie es aussieht, hat der Santa Muerte kurz sie vertrieben und sich hier eingenistet. Guckt euch da auch so eine komische Frau an? Seltsam. Hä? Ja, komisch, ne? Ja. Die mit der Kapuze da, die wackelt auch so komisch vom Kopf, wenn du hier umgehoben wärst. Ja. Achso, die da im Kofferraum hockt. Na gut. Ist das hier oder wo? Oder was? Ja, Ja, hier. vielleicht sollte man das, vielleicht sollte man Wo das gesagt, wir sollten ein Fuß bisschen irgendwo rausfahren. hoch, Das sind ne? 3 Meter von hier. Wo gesagt, noch einen Ticken zurück. Und da würde ich sagen, ich stürme einfach rein, weil das kann man am besten. Ich gehe erstmal nach oben hier. Genau, erstmal hier auf den Hügel. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, was da überhaupt so los ist, bevor wir da reinstürmen. Ach was? Einfach unvorbereitet da rein. Gestört. Gestört. Tut's nicht. Es Ah, wird geil. gestört. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Ja, schau mal, sitzt der Heini da oben auf jeden Fall irgendwo drin. Die Drohne fliegt. Die Drohne funktioniert nicht. Wir werden gestört. Vorsicht, direkt vor uns sind welche. Ist tot.
Mist. Wieso haben die uns denn jetzt entdeckt? Die waren direkt vor uns, oben auf dem Hügel. Ja, aber bevor die doch was erkennen konnten hier, war die doch schon platt gemacht, oder nicht? Dachte ich eigentlich auch, dass ich die rechtzeitig noch erschossen hätte. Ach, ihr seid oder schon... hat Kevin unten schon wieder geschossen? Nein. Also ich habe unten geschossen, ja, aber nicht, das Deck kam schon vorher. Allmächtiger. Also ich bin tatsächlich diesmal, aua. Oh. Ich bin diesmal unschuldig. Also wenn, dann war ich wirklich nur eine Millisekunde zu spät, weil eigentlich bin ich extra hingerobbt und habe die beiden erschossen. So, befreit habe ich sie. Du musst ja bestimmt irgendwo mit hin, oder? Also von dem, die schießt auf mich und ich sehe sie nicht. So, ich schaff die... Ich kann hier... Alter, ernsthaft? Ich kann diesen kleinen Tritt hier nicht runterlaufen? Ist ja lächerlich. So. Wie soll man die Klappe halten, da die... Bei mir sagt die gar nicht. Echt nicht? Nee. Hier ist übrigens wahrscheinlich dieser Störsender. Hier oben. Wo ich gerade dran vorbeilaufe. Ja, unten muss aber auch noch mal einer sein, unten. Ja, ich guck mal bitte. Pass dir mal eben aus. Störsender, ich hab euch mal einen aus dem Rücken rausgeholt gerade. Scharfschütze seid vorsichtig, ne? Versucht ihr mal zu kriegen, oder? Da oben ist noch einer, Kev. Oben. Ja, ich sehe. Der da hinten zu. Genau. Hab ich gesehen. Ich hatte in dem Moment nur mal nachladen müssen. Alles gut. Da ist irgendwo noch ein Scharfschütze. Ja, oben rechts ist noch einer. Ich sehe es. Aua. Rechts von dir. Ich kann mich mal gut aufheben. Ich bin vom Haus gefallen. Oh, hat immer noch gestört. Rechts von dir, Kev. Bist du denn da? Ja, einen hat er gekriegt, der rechts von... Hab ihn. Mensch. Ja, alles gut. Danke. Ja, du stehst da ganz easy und der ballert auf dich und ballert der auf ich dich. Aber nicht aber er hat mich nicht getroffen. Ich bring dir mal hier zu unserer Karre unten. Ja, mach mal. Dankeschön. Ich versuche einen Scharfschützen zu treffen, wenn er so weit zurückgeht, dass ich das vom Haus... Oh, Unidad, Heli. Also der ja. Scharfschütze hat einen von mir mitbekommen, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir einfach mal abhauen mit der, mit dem, mit der Person da. Was ist das für eine lächerliche Scheiße, ey? Ey, die wollen mich doch verarschen jetzt hier, oder? So, ich hab die jetzt mal, ich fahr mal hier schnell weg mit der. Ja, fahr mal mit der weg. Sind die jetzt hinter dir her, mit der Karre? Ah, aber die haben sie selber geflippt gerade. Die haben mich gerade selber aufs Dach gelegt, die Idioten. Was ist denn dieser Scheiß-Heli da? Der Heli ist gerade auf mich fixiert, ich muss mal wieder runter. Das Gebäude. Was ist der denn hier? Was ist denn der? Bei mir auf der Position ist gerade alles sauber. Ja, hier bei mir ist irgendwo einer, aber ich sehe ihn nicht. Und der Tod soll nicht herrschen. Der ist unterwegs mit dem Auto oder so, ne? Ich, ja. Der. Wo ist er? Oh. Mann, der wer denn? Schau dich um deine Nachkommen. Der Drecksheli. Da ist der. Sammelpunkt voraus. Schön mal im Arsch. Drecksheli, verpiss dich.
hab doch oben diesen blöden Störsender kaputt gemacht. Der ist mich jetzt immer noch gestört hier. Ist denn hier wieder? Heli down. Ja, guck da, ich kann durch die Tür da, wo ich raus wollte. Irgendwas schießt auf mich, aber wo ist denn der gewesen? Okay, mich hat's erwischt. Ja, was uns erwischt. Hast du die, ist die Tussi denn das für Sicherheit oder? Die habe ich schon abgeliefert hier. Ich guck gerade. Ach, da hinten steht der Heini. Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Der ist da am Schiff. Ja, da war auch Scharfschütze rechts oben. Um links steht auch noch einer, okay. So, der Scharfschütze da oben ist auch weg. Okay. Ja, das ist jetzt schon durch. Oh, da ist ja noch einer. Und, da wäre noch einer. Ich würde gerne mal wissen, wo der andere Störsender ist. Aber wir müssen, glaube ich, alle da hinten hin, ne? Wir müssen alle da hin. Ja gut, das ist ja nicht das Problem, das kann man sich ja, ja quasi in der Nähe, dann sparen wir uns mal in die Nähe. Okay, ihr könnt euch ja zu mir Blitz reisen. Ja, das ist eine gute Idee. Geht das? Ja, muss die Karte aufmachen, auf mich gehen und dann steht da unten zur Blitzreise. Ja. Yeah. Blitzreise nicht möglich gerade. Nee, die kämpfen gerade. Ja, geht also nicht. Geht nicht. Ich kann auch nicht zu dir mich porten. Gut, dann. Svenja vertraut das Antera nicht mehr und will sie. Also müssen wir da jetzt irgendwie hin. Ja. Okay, warte mal, ich hol mir mein Auto. Oder hol mir mein Auto. Dann warte ich hier dabei auf ja, euch. Ja, wäre gut. Doch, doch, ich hab was. Ich komm zu euch. Ja. Ich hab auch was mit Kofferraum. So, da bin ich. Okay, keiner im Kofferraum. Abflug. Gleich. Ja, wir sind unterwegs. Oder auch nicht. Ja, das, den habe ich nicht gerechnet damit. Dass da noch einer. Da kam noch einer entgegen. Ja, ja. Da kam noch was entgegen, womit ich nicht gerechnet habe. Nö. Sonst hätte ich ihn gehabt. Also wäre ich die Kurve schon rumgekommen. Dann. So, aber jetzt müssen wir uns zu Markus antworten können. Ernsthaft? Scheiß Rebell. Der fährt einfach weiter, der Idiot. Der ist einfach weitergefahren, blind. Was war denn? Ich bin überfahren worden von meinem Mann. Oh, das tut mir leid. Ich kann nee, nicht von. Ich glaube, es war nicht bei dir. War nicht fast nicht du. Das war ein Rebell. Nee, ich habe ja. Ich mache ja gerade eine Blitzreise. Also, ich habe kein Fahrzeug. Okay. Also, ich krieg. Ich hab vielleicht nicht ausgestiegen. Jetzt geht's. Okay, dann kommen wir mal rüber. Nee, mir kam ein Rebell entgegen, den ich anhalten wollte, und der hat mich einfach überfahren. Gas gegeben, überfahren. Ha. So. Ich bin schon mal da. Ja, ich komme jetzt sofort. Da müssen wir nämlich alle rein. Ja.
Komm her. So, da sind wir. Oder beziehungsweise ich bin auch da. Dann machen wir es doch mal. Santissima Muertis, mein Fels. Meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme. Beschütz mich vor Stürmen. Und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich? Nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muerte ist mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Svenio? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Bruder Svenio verraten. Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle. Gesundheit. Ach, danke. Gut. Nomad, gute Arbeit in der Spiritus Santo. Ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Auf Fluchen, Schreien und Weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Formen Ende.